Ich kann, weil ich's kann. Wo? Klingt doof, ist aber so. Jetzt habe ich die Ladezeit natürlich nicht mitgedacht. Aber sei's drum. Yeah. Alter. Es ist zu krass, Alter. Es ist echt zu krass. Oh, hier ist ein Geschäft, da gehe ich mal hin. Oh, wo ist das? Da drüben, alles klar. Gehen wir da mal hin. Und mal sehen, ob es hier nicht für uns was gibt. Zuck. Zack. Ah, hier ist die Glocke. Puff. Puff, Glocke kaputt. Nein. Nein, 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 nein. Ich will ja zu dem Geschäft. Was hast denn du? Rauchbombe, Kirschbombe, Glöse. Nee, da habe ich ihn überhaupt. 825, okay. Ach, die ollen Bomben, ich weiß nicht. Ich mag diese Bomben nicht. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Spinnst wohl! Ich mache euch keinen Ärger, Bruder. Freund. Noch eine tote, tollwütige Ratte. Auf nimmer Wiedersehen. Habt ihr geholfen? Finde ich aber cool, dass hier mittendrin mal irgendwas passiert. Das ist richtig geil. So. Jetzt gehe ich hier hin. Es geht los. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Okay. Ich soll da hoch. Dann gehe ich da mal hoch. Zack. 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 Oh. Vielleicht der Sonnenstrahl. Das ist ja cool. Jetzt muss ich noch rätseln oder was? Sie verarschen. Vielleicht der Sonnenstrahl. Hm? Sonnenstrahl? Sonnenstrahl? Was für ein Sonnenstrahl? Hä? Da, Sonne. Und die geht hier hin. Ja. Das Innere. Warte mal. Sind da irgendwo ein Eingang? Nee, ne? Nö. Also muss ich da hoch. Es geht gar nicht anders. Na, komm. Aber ich muss ja... Wahrscheinlich erstmal irgendwie da hoch. Ja, sehr gut.
Hier sind ja wieder die Symbole. Hallo, Adlerauge, hallo. Guck, da. Also muss ich hier wahrscheinlich erstmal hoch. Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun haben. Ja, kann ich nicht. Ich geh erstmal hier so. Ui. Da. Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun haben. Ja, ist ja gut. Geh erstmal. Hallo? Hallo. Ich will wieder kotzen. Wohl. Was mache ich hier? Komm, kleiner runter. So, wir haben's. Krass. Kletterrätsel. Kenne ich ja nicht anders von Assassin's Creed. Bin ich ja schon gewohnt. Wenn man weiß, wie es geht, ne? Dann ist das auch eigentlich kein Problem. Normalfall sind die ja easy. So. Zack. Huch. Hä? Was ist das? War das jetzt richtig? Was habe ich denn jetzt gemacht? Halt, runter. Runter. Oder? Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Den Kopf aus dem Arsch bekommst. Hä? Wie? Warte mal. Ich kletter den Kopf aus dem Arsch. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Was? Wie darf ich denn das jetzt deuten? Wie soll man das jetzt deuten, bitteschön? Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Ja, ist doch in Ordnung. Geh mir doch nicht auf den Sack, Mensch. Ach. Was ist denn da oben? Die Kiste. Über mir. Was ist das? Warte mal. Da.
Was soll dieses Licht nur erhellen? Tja. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich kletter mal da hoch. Wieder. So. Aha. Auf Zeit, Kacke. Ich hasse auf Zeit, Kacke. Hallo. Ja, komm, geh runter. Ich muss wieder da hoch. Also was hasse ich ja, ne? Missionen auf Zeit. Hasse ich wie die Seuche. Das macht Puff. Also muss ich dann... Da komme ich so nicht hin und da aber auch nicht. Lass los, lass los! Oh, Alter! Aha. So ein Käse. Naja. Krass. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Nun, es war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr vor meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Hal Anta, Mutta Akidon, Min. Anna Kavalek, Inaukadendrala, Muajati Emulhakala, Seyakunu Zaedan.
Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Zurück ein Saufen oder was? Was ist denn das für ein Gesöff? Blut mit Froschleber oder was? Leute, ja, hallo's. Bin ich nicht gelandet? Was geschieht denn? Hallo? Ich sehe Spiegel. Hallo? What the fuck? Aber das war falsch, oder? Doch nicht. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Courage, mon garçon. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger oben steht. Und mach mir ja keinen Unfug. Vater! Wo steckt der Junge? Ich hatte ihn doch 6 Uhr gesehen. Wir sollten längst weg sein. Vater, ich bin's! Ich bin hier! Alter, what the fuck? Wow. Du wartest. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Alter. Wow. War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Wenn du den Kopf auf dem Arsch bekommst, Alter. Komm zu uns. Pass gut zu uns. Alter, ich find's gerade übelst krass. Mon Dieu, wer hat hier das Herr getötet? Wenn ich ihn hier lasse, wird ihn Monsieur de la Serre sehen, sobald er nach Hause kommt. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, ich muss hier rüber. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend. Das sagtet ihr bereits. Hä? Geh,
Hä? Hä? Was war das jetzt? Bin durch Luft Hä? Ich stand in der Luft und bin aber durch festen Boden mehr oder weniger durchgefallen. Was war das jetzt? Du hast einen das ist schon hier eine krasse Session, Alter. Was soll ich sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Boah, Alter. Das ist schon übelst geil, Alter. War das dein Vater für seine Güte zu danken? Könnte man so sagen. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend. Das sagt er mir bereits. Wow! Rüber. Geh, ich lenke da sie hoch. Ab. Da hoch. Da hoch. Geht's. Da weiter. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, komm zu uns. Pass gut zu uns. Da muss ich hin. Wirklich, ich bin gesegnet, einen so treuen Gefährten zu haben, mein Freund. Das gibt's ja nicht. Kopfkino, Alter. Was jetzt? Drehen sich alle um? Lasst mich hier durch. Wow! What the fuck? Unbemerkt. Zack. Wie habe ich da alles gekillt? Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Cool. Die Wiedergeburt. Das Ding war... cool.